Grüß euch, da ist der Limi wieder. Heute geht es um das Thema Beleuchtung. Und zwar möchte ich euch vorstellen, meine Taschenlampe, meine Lagerleuchte und meine Stirnleuchte. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dabei. Bis gleich. So, dann möchte ich euch als erster meine Taschenlampe vorstellen. Das ist eine 1000 Lumen Taschenlampe mit drei verschiedenen Modi, also High, Low und dann SOS. Hat eine Leuchtreichweite bis zu 600 Meter. Betrieben wird die Taschenlampe, sage ich schnell, mit einem Akku. Da ist jetzt 3,7 Volt und 2600 Milliampere. Und diese Taschenlampe ist wasserdicht. Und zwar kann ich diese Taschenlampe auch da per USB-Stick aufladen. Und zwar mit einer Powerbank. Also, da kann ich die Taschenlampe dann per USB aufladen mit meiner Powerbank und da leuchtet die Ladekontrollleuchte grün auf, wenn sie fertig aufgeladen ist und wenn also der Akku zum Laden ist, dann leuchtet diese Ladekontrollleuchte dann rot auf, bis, wie gesagt, der Akku voll ist und dann leuchtet es grün. Zu meiner Powerbank, da tue ich euch dann am Schluss das Video, da habe ich auch mal ein Video gemacht, und zwar meine Top 10 Ausrüstungsgegenstände, und da habe ich dann diese Powerbank genauer beschrieben. Da gehe ich jetzt also nicht näher ein. Diese Taschenlampe kann ich auch da durch Drehen oder hin und her schieben fokussieren und somit erreiche ich dann quasi auf weiterer Entfernung eine bessere Streuung des Lichtes. Die hat da eine Klammer, da kann ich es dann wohin stecken, an die Jacke, und das habe ich zusätzlich hingemacht von einem alten Fotoapparat, dann kann man die da also schön greifen. So, zu den technischen Daten der Taschenlampe. Sie hat eine Länge von 12,6 cm. Und ein Durchmesser von 2,7 x 2,7. Das Gewicht ist 81 Gramm. Batteriebetrieben, also mit diesem Akku. Und USB aufladbar. 3,7 Volt, 9,6 Watt. Und der Lampentyp, da ist eine LED drinnen und ja, recht viel mehr kann man eigentlich zu dieser Taschenlampe nicht sagen. Ich habe sie
jetzt seit gut 2 Jahren im Einsatz und bin sehr zufrieden damit. Funktioniert immer nur tadellos. Was mir aufgefallen ist, das steht eh auch da vorne drauf, Kaution hat. Also sie wird schon, wenn sie länger im Betrieb ist, da vorne ganz schön warm. Also es ist jetzt nicht so, dass man sie erst verbrennen würde, aber man merkt, sie wird halt warm. Und es ist also so, ja, wenn man sie also auf High, also auf die höchste Leuchtstufe hat, dann ist sie ungefähr 3-4 Stunden also durchgehend und dann fängt da an, das grüne Licht in Rot umzugehen. Das bedeutet, ich habe dann noch ungefähr eine Viertelstunde, 15 Minuten und dann muss ich es quasi aufladen. Wenn ich es in diesem zweiten Modi laufen lasse oder brennen lasse, dann leuchtet sie nicht so stark und verbraucht natürlich weniger Batterie. Da ist sie dann durchaus 5-6 Stunden, wo sie also leuchtet. Okay. So, mittlerweile ist dämmert, ist schon fast dunkel. Jetzt testen wir mal die Taschenlampe. Das ist jetzt so im Nahbereich. Das kann ich natürlich noch fokussieren für weiter weg. Ja, das ist schon. Wir sind jetzt zur Baumgruppe, haben's gut an die 100 Meter. Das ist die niedrigere Stufe. Und so sagt man gar nichts mehr, ohne wenn es aus ist, ist ganz klar. So, dann machen wir weiter mit meiner LED. Laterne. Ich kann die einmal ganz normal als Taschenlampe hernehmen. Sie hat jetzt da 2 Lichtmodi, einmal Low und einmal High. Also in dem Zustand kann ich sie als Taschenlampe hernehmen und in diesem Zustand kann ich sie dann als Laterne hernehmen. Sie hat dann da oben, da kann ich dann die wunderbar einhängen. Da tue ich mir einen Karabiner hin und dann kann ich die wunderbar als Lagerleuchte verwenden. So. Wenn man es nicht mehr braucht, einfach zusammendrücken. Diese LED-Laterne hat noch eine Besonderheit, und zwar, wenn ich da ausklappe, kann ich da quasi kurbeln und kann sie auch per Hand aufladen. Sie hat da unten am Boden oder je nachdem am Deckel 3 so Gumminippel. Das heißt, ich kann es dann, wenn ich es umdrehe, ist sie rutschfest und kann sie dann auch als Tischleuchte hernehmen, dass sie quasi von unten nach oben leuchtet. Des Weiteren hat sie da einmal zum Aufladen. Und aber auch, dass sie Strom abgibt. Ja, also ich kann, wenn ich möchte, auch wieder mit dem USB-Kabel, einmal Micro-USB und einmal USB
also die Taschenlampe hier aufladen oder dann hier als Art Powerbank benutzen. Dann, ja, wenn sie hat da eine Ladekontrollleuchte oder eine Verbrauchsleuchte, also wenn sie der Ladezustand also fast leer ist, dann fängt sie da an rot zu leuchten. Und wenn ich es dann auflade und die Ladeleuchte grün leuchtet, dann ist der Akku voll. Kommen wir zu den technischen Daten. Also sie hat einen Durchmesser von 8,5 cm. Höhe in eingefalteten Zustand von 50 mm und in dem ausgezogenen Zustand dann 120 mm. Das Gewicht 168 Gramm. Dieses Glas, wo da ist, soll ein Gorilla-Glas sein. Also ich habe sie ebenfalls schon gut 2 Jahre in Einsatz und das ist also kratzfest und ziemlich bruchsicher laut der Beschreibung und macht also wirklich was her, diese Verglasung. Dann die Batterie ist 300 mA und 3,7 Volt. Dann ist sie ja so, dass sie 4,5 Stunden leuchtet im Low-Zustand und knapp 1 Stunde im höchsten Zustand. Dann, wie gesagt, USB-Adapter und für Micro-USB aufladbar, ein LED betrieben und ja, kostet, wenn mich nicht alles täuscht, auch unter 10 Euro und für das Geld bin ich total zufrieden. So, das ist jetzt meine Lagerleuchte. Naja. Die leuchtet den Lagerbereich schön aus. Naja, und so ist es jetzt, wenn ich es als Taschenlampe verwenden würde. Dann, wenn es quasi zusammengezogen ist. Und das ist die Low-Stufe und das ist die High-Stufe. Also und dann da wieder als Laterne. So, kommen wir zu meiner neuen Errungenschaft. Und zwar haben sie beim Norma wieder so Camping- und Outdoor-Ausrüstung da gehabt und da haben wir diese Stirnleuchte mitgenommen. Diese Stirnleuchte hat 200 Lumen. Sie ist fokussierbar, indem ich vorne einfach ausziehe und einfahre. Dann kann ich sie in meinen gewünschten Winkel einstellen und hat ebenfalls zwei Modi, einmal High, Low und dann noch SOS-Funktion, also 3 Modi. Hinten ist der Batteriekasten, wird mit 3 AAA-Batterien betrieben und hat also 3 Bänder für den Kopf. Sie ist wasserabweisend, also jetzt nicht komplett wasserdicht, aber Wasser,
Spritzwasser geschützt. Sie fokussiert bis auf 185 Meter. Kann ich also, ist die weiteste Distanz, wo ich damit beleuchten kann. Zu den technischen Daten. Sie hat eine Länge von 80, also so gerechnet 80 mm. Dann Durchmesser von 40 mm. Das Gehäuse ist aus Aluminium, also es ist nicht Plastik, sondern Aluminium. Und die kann ich jetzt nicht mit Mikro aufladen, sondern wie gesagt, ich muss dann, wenn es ist, die Batterien austauschen. Könnte mir aber auch Akkus da dann reintun, brauche ich halt dann ein Ladegerät dazu. Ja, so schaut jetzt die auf, wenn man die auf dem Kopf hat. Wie gesagt, ich kann die da dann abklappen, wie ich es brauche, und wieder einrasten lassen. Genau. Jetzt, so ist die richtig auf. Genau. Da, das Band habe ich extra ein bisschen länger, wenn ich im Winter Mütze aufsetzt, dann ist es ratsam, wenn man das Band da oben ein bisschen länger hat. Genau. Ist super, sitzt super fest, also taugt man richtig gut. Hinten dann der Batteriekasten als Gegengewicht zu vorne. Super. Ich werde die auch mit in Langzeittest nehmen und dann mal schauen, wie sie die bewährt. Kostet auch 9,73 Euro, 73, glaube ich, habe ich Zeit. Ja. Dann als nächstes die Stirnleuchte, mal im Nahbereich. Jetzt kann ich die natürlich noch dann für weiter weg. Ich muss die Kamera natürlich auch zoomen. Ja. Das sind jetzt gute 10 Meter. Schauen wir mal. Oh ja, die geht ganz schön weit. Das sind jetzt 3 Meter. Das sind jetzt ungefähr 3 Meter. Jetzt kommt die Low-Stufe. Immer noch kurz Licht. Und das ist SOS. Und das ohne. Ja. 5 Meter, 10 Meter. Ja. Also ich bin total zufrieden mit dem Licht von der Stirnleuchte. Super. So Freunde, das war's schon wieder. Das Video über meine Beleuchtung für die dunklere Jahreszeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like drüber freuen. Grüße gehen raus an meine ganzen Abonnenten.
freut mich, dass ihr wie fleißig meine Videos schaut und tolles Feedback mir wieder gibt über die Kommentare. Danke dafür. Jo, wer neu ist, kann meinen Kanal gern abonnieren und die Glocke betätigen, dann verpasst ihr keins meiner neuen Videos. Würde ich mich sehr freuen. Und ihr könnt mir auf Instagram folgen, unter Lemmy Hock bin ich da zu finden. Und ebenfalls könnt ihr mir auf Facebook in meine Bushcraft Intal Gruppe dazugehen. Da würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn da neue Leute dazukommen. In diesem Sinne, bleibt gesund, pfiat euch, bis zum nächsten Mal, pfiat euch, euer Lemmy.